Das freut mich. Uhuhuhuhu. Ja, wenigstens mal eine Mission ohne KI. Schokotrophäe. Yay, Munition. Kiste! Kiste, Kiste, Kiste! Retter ist mir. Ausgerüstet. Ja gut, wir sind ja quasi schon direkt um die Ecke. Wollen wir den Humvee? Den Humvee holen wir uns dann später, wenn nötig. Wie soll ich schon kommen, wenn wir den Humvee jetzt, wenn wir da jetzt einsteigen, dann kommt sofort von irgendwo ein T-80 und Nein, einfach nur eine Javelin. Javelin, genau. Um es einfacher zu gestellen. Wir sind hier drin und BOOM! Kommt ein BMP zur Unterstützung? Ja, ich sehe schon, ein BMP. Und 1, 2, 3, 4 Infanterie rechts. Das ist ein Problem, um das wir uns später kümmern. Kann ich nicht so wirklich erkennen. Befreien drei die Geiseln und der Rest geht dahin und schaltet die Crew aus. Es hat keiner von euch was Präzises, oder? Naja, gut, präzise ist es, aber ein Scope wäre schon nützlich. M4A2. Ja, das sowieso. Ich meine, dann sind wir doch gerade auf dem Weg. Wieso? Weil es die falsche Richtung ist. Doch. Ja, das ist doch. Bin hier in der Stelle. Ach, 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 okay. So. So funktioniert der Kompass also. Jetzt steht nicht für Nord. Ne, der steckte ein bisschen fest. 1985, da war die Fertigungstoleranzen waren noch ein bisschen gröber. Da kannte man sowas wie Öl noch nicht. Richtig, die waren damals im Teer gelagert. Oder Kugellager kannte man auch noch nicht. Die waren Sand gelagert. Genau. Guter alter Sand, Getriebesand. Da läuft ein Horst. Ein Trottel läuft da. Okay. Ich würde sagen, gehen wir nochmal ein bisschen nach Westen. In der Stadt steht auch ein Trottel. Der kann mich hier sehen. Da erinnere ich mich auch wieder an die Mission. Ich würde sagen, Handgranaten rein. Oder Luftschlagangriff. Da läuft ja einer. Ja, und? Selbst Schild will sich gefangen nehmen. Wir brauchen uns hier keine großen Sorgen machen, dass die auf die Geiseln schießen, oder? Finden wir es raus? Ja. Weil in dem Fall würde ich einfach mal sagen, Charge. Oh. Aber einfach mal auf die Karte hier. Ich gar keinen. Die ist trotzdem. Okay. Wenn du sie schon nicht treffen kannst, dann mach mir wenigstens Angst. Ja, dann schieße ich einfach mal in die Luft. Solange du nicht auf die Geiseln schießt. Da ist einer, der hat ein Symbol mit so zwei eckigen Dingern. Den könnte ich erschießen. Okay, mach schon mal einer ein Lore klar. Hat doch hoffentlich einer von euch ein Lore, oder? Ich. Ja gut. Dann kannst du ihn schon mal auseinanderfalten. Ah, ich hab die Geisel. Kannst du dir mal sagen, stehen bleiben sollen, Freshman? Bitte?
Die Geiseln sollen stehen bleiben. Die rennen gerade zum Panzer. Aus freie Feld. Was geht denn da? Meine Güte. Wir wollen Eier am Wandern. Kommen noch Granaten? Okay, sieht sauber aus. Haben das. Gut, dann soll ich den Pennern hier mal, die sollen sich ein paar Waffen nehmen. Ja, soll ich jetzt den LKW klar machen? Roger. Bonn? Hat ich mal gesagt, dass die Geiseln überleben müssen, nachdem wir sie befreit haben? Eigentlich nicht, ne. Ich habe denen gerade mal gesagt, sie sollen sich hier... Standing by. Bonn? Was fällt? Da ist sie schon. Ich glaube, ich habe den Yulzi. Ich glaube, ich habe den Fahrer. Negativ. Norden. Oh, da ist irgendwas. Okay, also unsere Geiseln sind jetzt auch bewaffnet. Sehr schön. Ich würde sagen, wir greifen aus dem im Süden an. Was fällt jetzt nicht so prick? Alle. Ich dachte, ich laufe jetzt hinterher noch irgendeiner KI hinterher oder so. Nur Leichen. Die KI trägt keine Helme. Glaube ich. Und werden wahrscheinlich vom Gegner nicht angegriffen, da sie Captive sind. Ja, richtig. Aber trotzdem sind sie bereit. Das sollten wir testen, die einfach mal reinschicken, gucken, ob die das selbst machen können. Ich glaube, sobald die da aktiv Gewalt anwenden, wird sich das Ganze auch ändern. Das ist Arma. Das ist eine Biss-Mission. Oh nein. Meinte, dass hier bei CWR die Kampagne mit dabei wäre. Hat die einer von euch schon gefunden? Ja, im Mission Pack. Was, echt jetzt? An diesen Wald hier kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, der ist fiktiv. Kann das sein? Nö, der gehört dahin. Hier, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich sag der KI einfach mal, die soll da runterstiefeln. So, ihr drei, ihr läuft über dieses Feld direkt in die Gegnerbasis rein. Aber das ist Selbstmord. Nein, ihr seid doch Gefangene. Ach ja, das ist natürlich sinnvoll. Das ergibt Sinn. Ich glaub, so in einer realen Konfliktsituation würden wir echt gefährlich leben mit unseren Urteilsweisen. Definitiv. Der Panzer steht da noch. Minimal. Also ich gehe hier rechts runter. Ja, wir greifen von Süden aus an. Prima. Bis auf die KI. Die KI geht geradeaus rein. Die Nungsfrist überleben müssen. Wir sollen sie nur befreien. Ja, hat mit dem LRW schon mal jemand auf weitere Distanz geschossen? Wie verhalten sich die? Du musst quasi auf große Distanzen musst du im Unterrand zielen, dann geht das. Also wirklich. Ja, ich riskiere es jetzt lieber nicht. Auf dem Unterrand aufsitzen lassen. KI, ja. KI hat Feuer eröffnet dabei, wie? Oder es wurde auf die KI Feuer eröffnet. Glaube ich nicht. Die haben ja jetzt Kalaschnikows. Was anderes war ja nicht da.
oben läuft die Zwei-Mann-Patrouille, aber wenn wir hier vorne aus dem Wald kommen, sehen die uns nicht. So, dann eiche ich mal das Visier auf 100 Meter. Nahkampf. Gut, Gruffy, deck doch mal bitte die rechte Seite. Neo, du kommst mit mir und Psycho, du guckst auch mal nach halb rechts. Ich glaube, da sind noch Patrouillen zu erwarten. Sollte vielleicht lieber auf den Panzer gucken. Parallel. Achso, ja. Oder mal lieber den LRW auspacken. Wollen, ja, stimmt, ja. Richtig. Du hast ja den Dosenöffner. Soll ich irgendwas machen? Mitkommen. Okay. Soll ich deinen menschlichen Schild machen? Einfach mal vor dir rumlaufen. Warte. Oh, da oben läuft was. Ach, die Falsche, die Wald. Oh. Fuck. Wer ist mir da genau Visier gestiefelt, so dass ich nicht schießen konnte auf den Typ, von dem derjenige dann erschossen wurde? Und seine Beute. Genau, da kommt der BMW. Seven is down. Injured. Sauber. Ich glaube, vor uns, da wo es explodiert ungefähr, da sollte noch einer liegen. Hast du mich geht und drauf? Warte noch ein bisschen. Das sollte reichen. Ich stürme zu einem. Target eliminated. Enemy man front 50 meters. Scratch. Da hilft auch ein 60 nicht. Liegt mehr oder weniger direkt neben dem BMP, neben dem kaputten. Explodierten, brennenden. Oh, es war sogar die Crew. Ist jetzt aber tot. Nee! Lebt er. Hm.